Und wie wollen wir das jetzt schaffen? Na, genau so, wie wir es besprochen haben. Aber wenn du lieber umdrehen willst, dann mach's jetzt. Du willst doch jetzt nicht kneifen. Nein, aber ich will auch nicht auf eine Mine treten. Wirst du nicht. Das ist genau der Abschnitt, der geräumt wurde. Mein Alter war dabei. Ja, und die Selbstschussanlagen? Abmontiert. Und? Was siehst du? Nichts. Aber wer weiß, wo die sich verstecken? Jungs, ich werde hier keinen von euch überreden. Aber für mich gibt's kein Zurück. Ding her, komm. Verdammt. Scheiße, ich häng fest. Sie haben uns gesehen! Scheiße! Haut ab! Was? Nein, auf keinen Fall! Los jetzt! So eine Beule, sonst nix. Und was machen wir jetzt? Was wir immer machen. Ich glaube, er wird wach. Ja, sieht so aus. Wo bin ich? Wo wolltest du denn hin? Wer sind Sie? Gratulation, Junge. Du hast es geschafft. Bin ich im Westen? Wo denn sonst? Mein Vater hat dich auf dem Feld gefunden. Gleich hinter der Grenze. Wo sind meine Freunde? Welche Freunde? Die finden wir auch noch.
Na, was habe ich gesagt? Passt wie angegossen. Ja, stimmt, Vater. Du hast wie immer recht. Guten Morgen. Morgen. Du hast Besuch, Junge. Da ist ja unser Held. Bisschen mitgenommen, aber wie ich sehe, gesund und munter. Es gehört wirklich eine Menge Mut dazu, was Sie getan haben. Ich bin beeindruckt. Haben Sie meine Freunde gefunden? Kaffee? Noch nicht, aber wir suchen schon die ganze Nacht. Und wo suchen Sie? Entschuldigung, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. In Sicherheit. Jetzt frühstücken Sie erst mal was. Und dann erzählen Sie mir ganz in Ruhe, was genau passiert ist. Wir alle wollen Ihnen helfen. Sie müssen sie finden. Bitte. Wenn Sie es über die Grenze geschafft haben, werden wir das auch. Aber dafür brauche ich erstmal Ihren Namen und eine detaillierte Beschreibung. Dann sehen wir weiter. In Ordnung? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Viktor Karas, Bundesgrenzschutz. Robert Schneider. Willkommen in der Freiheit, Herr Schneider. Und ich soll jetzt einfach hier bleiben, oder was? Wir werden Sie finden. Keine Sorge. Das wäre nicht das erste Mal. Ich kann mitkommen. Es ist zu gefährlich. Das ist mir egal. Ich muss was tun. Natürlich. Wo bin ich hier eigentlich? Also, wie heißt der Ort hier? Freiheit. Passender Name, oder nicht? Wirklich? Kann ich mal telefonieren? Was? 0037. Das ist eure Vorwahl. Aber Klein Ostler hat die im Kopf. Wozu auch? Hast du jetzt deine Telefonnummer vergessen? Wen willst du denn anrufen? Niemanden.
Erik! Frank! Ihr habt's geschafft! Ihr habt's geschafft. Alles gut bei euch? Wo wart ihr? Ja, alles okay. Wir waren die ganze Nacht unterwegs. Ich habe Ihnen doch versprochen, die beiden wiederzufinden. Und wie Sie sehen, geht's allen gut. Oder, meine Herr? Wie habt ihr es über die Grenze geschafft? Vielleicht besprechen wir das bei einer warmen Mahlzeit. Ihre Freunde sehen ganz schön hungrig aus, was? Essen klingt gut, oder, Jungs? Ja. Ja. Schmeckt es den Herrn etwa nicht? Also, Karl ist ein hervorragender Koch. Und unsere Julia, die charmanteste Bedienung, die man sich nur wünschen kann, oder? Kein Hunger. Ich auch nicht. Jungs, was ist denn los mit euch? Ey, wir haben es geschafft. Ihr wisst doch, was das heißt. Kein Dienst mehr bei der Asche, kein Fahnappell, keine Stasi-Schweine. Wir sind frei! Ich glaube, ihren Freunden steckt noch die Nacht in den Knochen. Ja, verdammt, wo wart ihr die ganze Nacht? Im Wald. Genau. Da war eine Höhle. Wir haben euch beide aus einem Erdloch gezogen, wo ihr euch verkrochen habt. Richtig? Sicherlich keine Heldentat, aber besser einmal ein Feigling als für immer tot. Alles okay bei euch? Naja, alles gut. Wir sind nur platt. Aber jetzt mal ehrlich. Wer von euch ist eigentlich der Held? Ja, wer hat sich das alles ausgedacht? Warum ist das wichtig? Na ja, immerhin genießt ihr unsere Gastfreundschaft. Und die habt ihr euch auch absolut verdient. Keine Frage. Aber natürlich möchten wir unsere neuen Gäste etwas besser kennenlernen. Und auch die, die vielleicht nach euch kommen. Stimmt's, Karl? Stimmt. Vielleicht können wir das ja später besprechen. Ich glaube, den Jungs geht's nicht so gut. Geht's euch nicht gut? Ich muss mal dringend auf Toilette. Ich auch. Die Toilette ist hier drüben. Machen Sie sich keine Sorgen. Na, für alle, die es rüber geschafft haben, ist es hier eine völlig fremde Welt. Da muss man sich erstmal zurechtfinden, ist doch klar. Trennen Sie mir auch eine? Sie rauchen? Ab und zu. Mein Vater dreht mir manchmal eine mit.
Wissen Sie was? Ich glaube, er raucht denselben Tabak wie Sie. Aber das kann ja gar nicht sein. Den Tabak gibt's nämlich nur im Osten. Ist das so? Ja, dann erzählen Sie doch mal. Vom Osten, vom Tabak, von Ihrem Vater. Ist er stolz auf das, was du getan hast? Sitzen bleiben! Genieß deine Zigarette. Ich kümmere mich drum. Scheiße, wo sind wir? In der DDR, Mann! Ja, das weiß ich selber, aber wie kann das sein? Das ist alles verarscht. Der Typ ist einer von denen. Wir haben uns geschnappt und dann eingesperrt. Das war alles umsonst, Mann. Wir kommen hier nie wieder weg. Ganz kurz, Jungs. Wir sind hier im Niemandsland, ja? Die Straße geht nach Westen. Irgendwo müssen wir herauskommen. Woher willst du das wissen? Hast du eine bessere Idee? Ganz genau. Los! Komm! Da! Was ist denn da? Wir haben's geschafft, Jungs! Was? Die Grenze! Nein! Nein! Ja! Wir haben es geschafft! Ja! Hey! Geil! Wir haben es geschafft, Mann! Och nee, nicht schon wieder so ein Kaff. Moment mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier waren wir doch schon mal. Nein! Willkommen zu Hause. Was machen wir jetzt? Was wir immer
machen, was wir immer machen. Mein Vater hat dich auf dem Feld gefunden. Gleich hinter der Grenze. Bin ich im Westen? Wo denn sonst?